So, und da sind wir wieder bei Let's Play Overlord. Wir haben einen neuen Schildzauber. So viel Hingabe an das Töten ist bewundernswert, Lord. Allerdings. Eine Warnung. Setzt ihn nicht in... Schauen wir mal nach, was für Aufgaben wir jetzt... Und die fehlenden Speichen finden, okay? Wer im Weg auf die andere holt den Bierkessel? In der Nähe von okay. Verbündeten ein. Sonst sind sie nicht mehr lange verbündet. Ha. Also nicht nur Gegner, sondern auch Verbündete. Also sowas wie der Schockschild hoch 10. Nur wie gesagt, eben schlimmer als der Schockschild. Wir haben jetzt schon ziemlich mächtige Zauber. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass hier in den Kisten und Fässern Bierkrüge drin sind? Gnade, bist du gemein. Absolut nicht. Nächster drehst den Bierhahn nicht wieder auf. Hol den Grünen zurück. Und da ist auch schon die erste Speiche. Ja, bring du es mal zurück. Oh, doch nicht. Nein, das machen wir im Roten. Das ist noch eine Axt. Oh, da freut sich jemand. Oh, geh mir lieber mal nach. Nicht, dass noch irgendwas passiert. Na, komm. Na, doch nicht. Dann scheiß drauf. Hui, eine der beiden Speichen haben wir schon. Das ist doch Bier. Lasst euch zulaufen. Mann, schaut euch echt mal diese Rohre an. Ich meine, das geht so tief runter. Da ist Mori aus dem... Was Herr der Ringe überhaupt nichts dagegen. Echt nicht. Da ist Moria wirklich nichts gegen. Ein Zwerg, stirb. Noch ein Zwerg, stirb auch. Okay. Ich musste gerade den Autokommentar unterbrechen. Ganz, ganz kurz. Wird nicht wirklich. Stirb. Und dann habe ich weiter aufgenommen. Mein Programm ist abgestürzt. Also muss ich jetzt schon zum dritten Mal aufnehmen. Also ins nicht direkt aufnehmen, aber der will sich beholen, das muss ich stoppen. Also wie gesagt, nicht direkt auf nicht direkt aufnehmen, aber hier schon zum dritten Mal durchkommentieren. Naja, was ich hier machen will, ich will mir ein paar Schätze holen. So, liegt bei der Kabel da hinten um. Dann tötet mir einen fetten Zwerg, der tötet wieder einen meiner Grünen garantiert. Ja. Der Grüne stirbt irgendwie in jeder Schlacht. Boah. Hier liegt viel Gold rum. Hier gehen wir zurück. Hui. Okay, da hinten kommen jetzt zwei raus. Nein, nur einer. Okay, auch gut. Stirb.
Hey, der Grüne ist zum ersten Mal nicht gestorben. Okay, jetzt nehmen wir Bomben. Oh, ich spreng damit die Schützen in die Luft. Hm, was macht diese Bombe? Boom. Ha, tot. Los, sprengen wir das Ding in die Luft. Und warten und warten und warten und warten und warten und warten und warten. Boom, boom, boom. Okay, jetzt noch den Schrott da hinten einsammeln. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich, ist mir beim letzten Kommentieren aufgefallen, dass die Rüstung, wenn man sie als guter Overlord trägt, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aussieht wie Frauenkleider. Wenn man dagegen böse ist, sieht sie einfach nur mega cool aus. Kommt, bringt's mit. Ah, noch ein. Der Grüne ist wieder tot. So, hier sind wir jetzt in einem Raum mit unendlich viel Bier. Da sehe ich das Bier in diesem kleinen Steinquadrat, das spawnt immer wieder nach. Und die Zwerge. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Zwerge. Die Schergen fangen an zu pissen. Da vorne sind noch mehr von diesen Zwergen. Wie, was kommt da? Zwei Zwerge. Sterbt. Oh oh, jede Menge neuer Bärte mit beiden. Irgendwie krass, dass ich im ganzen Level bis jetzt noch gar keine Schergen verloren habe. Jetzt. Ich meine verloren im Sinne von vollkommen gestorben und nicht wiederbelebt. Wartet mal, war außen nicht noch eine Kiste? Da war noch eine Kiste. So, das müsste jetzt der letzte Abschnitt sein. Nimmt's auf, nicht? Okay. Da sind gleich drei Schützen. Okay, da rennen wir jetzt noch schnell einfach durch. Da ist nämlich schon die zweite Speiche. Gut, bring's rüber. Okay, wir können jetzt runter zum Bierkessel. Aber vorher will ich hier noch ein bisschen was ausnehmen. Hier gibt's nämlich noch ein paar ganz schöne Sachen. Lass die Kiste kaputt machen. So. Oh, hat Gold gebracht. Da hat wahrscheinlich jemand noch Goldmünzen in der Hosentasche gehabt, als sie in den Wäschekorb geworfen hat. Und der Grüne da oben hängt fest. Hey, schaut mal, 2, 4, 7 Betten. Haha. Das nenne ich mal krass. 7 Betten von Zwergen.
Zufall oder Easter Egg? Was glaubt ihr? Sagt es mir in den Comments. Zufall oder Easter Egg? Oh je, hier gibt's viel Kohle. Hier gibt's viel, viel Kohle. Ja, viel Kohle. So, jetzt geht hier hinten herum. Schaut, ob ihr mir noch die letzte Truhe öffnen könnt. Komm, mach schon. Nicht? Na komm. Oh, eben nicht. Okay, komm zurück. Okay, ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.